Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Helger und Stereo Trader. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich natürlich, dass wieder so viele schon so früh dabei sind. Wir schauen uns den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient auch wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Immer dasselbe. Keiner Aber hat es überlebt. Keiner hält den Kopf hin. ja, sehr wichtig. Bevor ich aber jetzt tatsächlich an den Dirk übergebe, möchte ich mich einmal natürlich im Namen von FXFlat bedanken, dass Sie uns ihre Stimme gegeben haben und wir tatsächlich den Platz 1, den ersten Platz gemacht haben. Also vielen Dank dafür. Motiviert natürlich weiterhin, ja, unser Bestes zu geben und soll an der Stelle dann natürlich auch gesagt sein. Also vielen, vielen Dank. Lutz, nächstes Mal gebe ich einen aus. So, dann aber jetzt. Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Und damit sollten wir da sein, ne? Gehe ich mal von aus. Oh, ich bin hier ein bisschen übersteuert. Nee, geht, ne? So, Ganz heute leicht. mal, was? Ganz leicht übersteuert. Okay, dann drehe ich hier mal ein bisschen zurück, damit hier keiner vom Stuhl fällt. Ist ja auch noch früh. Da muss man sich ja nicht irgendwie gleich erschrecken. So, moin, einen wunderschönen guten Morgen hier wieder zum Live-Event. Wir hatten schon lange kein Webinar mehr. Stelle ich gerade fest, nee, gestern Abend Helpdesk. Aber hier natürlich Live-Trading ist natürlich eine ganz andere Nummer und die ja dann auch Spaß macht und so wie es. Jetzt habe ich schon wieder diesen komischen Fokus da drin, ne? Ich muss das mal eben hier kurz einmal einen Schritt zurück, einmal neu starten, das Ding hier und dann sollte das weg sein. Ist natürlich im Live-Trading ein bisschen andere Nummer und das macht auch meistens doch zumindest mehr Spaß, wenn der Markt sich dann halt eben auch bewegt. Und das sieht ja heute erstmal alles soweit gut aus, was der da halt treibt. Jetzt hoffe ich, dass die Kamera, dass die immer funktioniert. Ja, das ist auch der komische Rand weg. Und ja, wir sind Wohler jetzt halt auch über Nacht schon gehabt. Bin mal gespannt, wie die ganze Geschichte jetzt hier aufgeht. Für meine Begriffe ist das jetzt erstmal greifbar. Das heißt, es sollte sich hier auch ein Live-Trade, so hoffe ich doch dann zumindest, ergeben. In Richtung gucken wir jetzt gleich mal. Und also jetzt um 8 Uhr ist die ganze Geschichte schon ein bisschen runtergegangen. Ich sehe, die Teilnehmeranzahl, die wächst gerade wieder beständig. Und es ist natürlich echt schön, hier zu sehen, wie viel hier morgens los ist. Das letzte Mal, muss man auch fairerweise sagen, war ja nicht so klasse, ne? Also da hatten wir wirklich so eine Ausnahme getroffen, habe ich auch einen skalierten Trade gemacht, den musste ich aber nachher dann halt im Minus auflösen. Ist aber nicht schlimm, wenn man natürlich das Ganze in der Gesamtbetrachtung halt sieht, die ich nachher auch nochmal gleich zeigen werde. Oder beziehungsweise ich kann es ja mal irgendwie gerade auch sofort machen. Deswegen auch, was halt das Thema Nachhandeln halt eben angeht. Ne? Das ist halt grundsätzlich, sage ich ja halt auch immer, wenn man jemand nachhandelt, egal ob ich das jetzt bin oder ob das jemand anders ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Wichtig ist immer nur, dass man halt irgendwo dann auch die gesamte Strategie dann halt irgendwo sieht. Ne? Und das sind jetzt halt hier zum Beispiel die Trades jetzt für dieses Jahr, seit dem ersten Live-Trading-Webinar hier mit FX Flat, am 7.1. war das. Und da habe ich noch ein bisschen angefangen, Statistik zu führen. Und der kleine Minus von dem Live-Trading, das war tatsächlich nur das kleine Ding hier unten, die kleine Biege. Ne? Und wenn man natürlich, also es fällt ja hier überhaupt nicht auf in der Kurve. Also das dann halt hier ist, wie sich das Ganze entwickelt hat, jetzt ein bisschen mehr als einen Monat. Und aber sowas ist das dann halt einfach völlig egal, ne? Und deswegen ist es halt wichtig, dass wenn man, wie gesagt, das muss ja nicht ich sein, das kann auch jeder andere sein, auch von meinen Kollegen gibt es ja auch einige, die halt permanent live traden, eigentlich ja fast alle. Und man muss eine Strategie, egal welche es ist, sollte man immer im Ganzen dann halt auch irgendwo beobachten, ne? Und wie gesagt, das hier sind jetzt so die Trades, waren 44 Trades, jetzt irgendwie ein bisschen mehr als 4 Wochen. Im Durchschnitt sind es
knapp fast 70 Punkte pro Tag. Gut, hier war auch ein ordentlicher Ausreißer nach oben dabei im Dow und Positionstrade, der hat ein paar hundert Punkte gebracht hat und sowas biegt das Ganze natürlich dann auch nochmal schön nach oben. Ne? Umso ärgerlicher, wenn man hier sagt, so, ah, ich habe den jetzt einmal gesehen, den Hilger oder wen auch immer, er hat ja Minus gemacht. So, und dann verpasst man natürlich dann halt genau solche Geschichten. Und deswegen wichtig, immer dabei zu bleiben. Trotzdem auch wichtig, und das hat der Nelson ja auch gerade gesagt, nicht einfach nachhandeln. Das ist keine gute Idee, sondern dann eher halt gucken, dass man halt so ein bisschen versteht, was derjenige welche. Wie gesagt, egal ob ich das bin oder jemand anders, das spielt ja noch nicht mal wirklich eine Rolle. Aber halt, dass man halt versteht, was derjenige halt eben da treibt. So, jetzt gucke ich mal, dass ich hier erstmal genau aufs Analysebild gehe. Ich gehe mal kurz rüber hier in den Markt. Hier Kabel verheddert. So. Also, ich habe jetzt hier erstmal das Bild, was ich auch morgens immer im Blog habe, habe ich jetzt erstmal hier auch vorbereitet, dass man das mal auch mal im Zusammenhang sieht und auch hier in Bewegung ist ja vielleicht auch hilfreich soweit. Und was man halt hier jetzt zum Beispiel feststellen kann, ist, dass sich die Farben schon geändert haben hier bei mir. Im Block ist hier oben die 740 im DAO, im DAX, die ist noch grün, die 365 im DAO ebenfalls. Aber was hat er gemacht? Er hat halt heute Nacht mit einem ordentlichen Downgap aufgemacht, also beide Märkte eigentlich. Und entsprechend halt hier den Punkt auch verkauft. Und wie man aber halt auch sieht, ne, was halt eigentlich als Support gedacht war oder auch erstmal Support ja auch war. Ich meine, wir reden hier über Stundenkerzen und ist dann nachher durchverkauft worden und ganz genau, wie es in der Legende beschrieben ist, entsprechend halt, wenn so eine Stunde dann drunter schließt, Rücklauf, Short und wie man sieht, super sauber an der Stelle. Und im DAO eigentlich das gleiche in Grün, sieht man ganz genauso. Hier die Stundenkerze. Ah, da ging gerade, ich habe den vorhin mal geschortet, der ging gerade raus hier im Hintergrund. Genau das gleiche, ne? Also hier drunter, hier hat er zwar keinen Backtest gemacht, aber hat nichtsdestotrotz sauber drunter. Da wäre es natürlich schön gewesen, nochmal irgendwo einen Backtest zu haben. Den musste ich mir vorhin, deswegen hat es gerade im Hintergrund geklingelt. Das war nämlich die 318, die auch hier in diesem Segment, wie man ja sieht, was ja auch schon oft. Also es war nicht das erste Mal, wo das halt hier so gehalten hat. Das war letzte Woche, wo der Long hergekommen ist mit den paar hundert Punkten. Aber wenn dann halt eben so ein Support verkauft wird und dann geht es natürlich auch eine Etage tiefer. Hier war es im DAX tatsächlich sauberer. Aber jetzt halt nochmal für einen Überblick. Ich mache es mal noch ein bisschen kleiner, damit wir mal sehen, wo wir da überhaupt stehen und wo wir hinwollen. Was ja viel wichtiger ist, nur zu wissen, wo wir stehen, ist die eine Sache. Die Frage ist, wo wollen wir hin? Und beim DAX würde ich mal behaupten, die 648, die sind jetzt erstmal greifbar. Jetzt muss man aber nicht sofort an der Stelle Short reinspringen, sondern es wäre ohnehin mein Ansatz, erstmal die Stundenkerze abzuwarten. Und nett wäre natürlich, also wenn man sich das hier mal anguckt, dieses Gebilde, das jetzt so tief fällt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, hier vor 9 Uhr. Jetzt muss ich also ein bisschen neu sortieren auch. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier bei der 650, 648, dass wir da halt entsprechend auch bis in Support kriegen werden. Warum? Ich glaube, das auch mit Fibos darstellen zu können, das wollte ich tatsächlich mal machen, ausnahmsweise, weil wir halt hier auch in dem Bereich halt eine Clusterung haben, ja, also hier ein Widerstand, dann halt hier unten aufgesetzt, 607, dann oben durch, so. Und hier zwar auch mal noch mal eine Runde nach unten durch, aber hier entsprechend ging es dann noch, doch noch mal deutlich nach oben. Wir haben halt hier auch, Moment, ein bisschen größer machen, wir haben halt hier auch in dem Bereich einen Außen, das müsste, bin mir gerade nicht ganz sicher, aber nee, der hier ist nicht wirklich einer, ja, aber nichtsdestotrotz, diese Kerze an der Stelle hier, die Eröffnung, die 640, da war natürlich nichtsdestotrotz, waren da ordentlich die Bullen am Start, beziehungsweise natürlich kommen von hier unten. Das heißt, wir werden irgendwo in dem Segment, das muss jetzt gar nicht mal punktgenau sein, aber irgendwo hier dazwischen werden wir reagieren nach oben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Zumal wir auch hier unten den letzten Support haben mit aufsteigenden Tiefs. Das hier wurde ein bisschen verletzt, halte ich aber nicht wirklich für relevant. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir halt in dem Bereich
dann auch irgendwo eine Reaktion kriegen. Auf den EMA 200 würde ich jetzt mal gar nicht bauen. Da kennt man auch, glaube ich, meine Ansicht zu Genüge. Ich mag die Dinger nicht. Ich beobachte sie eigentlich eher, um zu sehen, was treiben die anderen da. Und das hat auch vorhin hier sehr gut funktioniert im DAU. Das gleiche in Grün. Sitzt dann gesehen mal kurz auf dem EMA auf. Hier im DAU. Ja, wenn man sich das mal anguckt. Aber eigentlich war es hier nur der letzte Support. Und das war das letzte Tief im Aufwärtstrend. So, und da ist er mal drauf aufgesetzt, 3 Punkte drunter, wieder zurück. Dann hier oben hin und es fällt jetzt doch durch. So, und dazwischen liegt halt dann der EMA. Ne? Und der liegt dann halt, aber das Ding ist, die Dinger liegen halt eigentlich quasi immer da, wo es dann halt irgendwie um einen Trendbruch geht oder halt eben, wo gefischt wird. Das habe ich ja auch schon mal separat thematisiert. So, und deswegen würde ich hier im DAX, würde ich da genauso reingehen. Ich würde den erstmal ignorieren. Trotzdem liegt er aber natürlich hier genau in dem Bereich, wo ich sage, da sollten eigentlich die Bullen nochmal an den Start kommen. Und was man natürlich umgekehrt genauso versuchen kann, ist, dass wir haben ja halt hier in dem Bereich, ist jetzt alles orange hier, das soll jetzt aber mal nicht irritieren, hier ist der letzte Support. Ich hoffe, man kann das erkennen alles. Da ist halt der letzte Support, wo es dann halt auch nochmal nach oben korrigiert hat, bis zur 790. So. Und den versucht er hier gerade zu verkaufen. Jetzt kommt es so ein bisschen drauf an, wenn wir hier deutlich drunter stehen, unter der die 667 im DAX, wir bleiben jetzt erstmal beim DAX hier. Wenn wir da deutlich jetzt zum Beispiel drunter stehen, also jetzt hier als Beispiel nächsten 3 Minuten noch hier einen Move runter machen würden, dann wäre das jetzt erstmal der erste Rücklaufpunkt, den ich sofort dann auch shorten würde. Ungemütlich, beziehungsweise ein bisschen unübersichtlich wird es, wenn wir jetzt hier drüber oder in der Nähe da halt starten. Da muss halt mal gucken, wo geht der Rücklauf hin. Und da fällt mir eigentlich als erstes ins Auge hier oben der Bereich, ne, da wo wir halt eben die letzten Supports hatten, da auf der Oberseite. Und das wäre dann auch das Hoch von der 8-Uhr-Kerze. Ne, das kann man sich dann irgendwie jetzt gleich mal angucken. So, die hier mache ich auch mal ein bisschen schicker hier an der Stelle, die Linie, damit man die ein bisschen besser gleich zuordnen kann. Würde die einfach mal hier hinsetzen, mal als Anfang von der Eröffnungskerze. Und dann gucke ich mir das gleich drüben mal im Handelschart dann auch entsprechend an. So, das wäre so der Bereich, ne? Also 648, sowieso klar. Aber dann gucke ich jetzt da entsprechend mal ins Trading hier rein. So, also hier erstmal der DAX. Ich hole mir gerade mal die Linien rüber. So, ne, hier die 648, 379. Und so, jetzt mal gucken, wir haben noch 2 Minuten. Mit Fibos habe ich ja auch gesagt, müsste man das eigentlich darstellen können. Da gehe ich aber nochmal rüber, kurz zurück in den ins andere Bild. So, versuchen wir das mal. Mal gucken, was sich hier entsprechend anbietet, ob da was zusammenpasst. Da habe ich schon fast gedacht. Die 61,8 ist natürlich genau hier jetzt eben auch. Und wie man sieht, ne, genau der letzte Korrekturpunkt. Also passt dann halt dazu. Und hier unten entsprechend die 74,6, die liegen dann bei der 639. Das ist genau der Punkt, den ich gerade eingezeichnet habe. Das ist genauso dachte ich mir das. Deswegen verwende ich keine Fibos, weil man es auch mit bloßem Auge erkennt, beziehungsweise da halt eigentlich viel besser erkennen kann, wo das Ganze halt reagieren könnte. Und die Fibos passen jetzt halt dazu. So, das ist bei mir immer, außer mir fällt wirklich dann gar nichts mehr ein. Also jetzt zum Beispiel, wenn jetzt so ein DAO irgendwie neue ATHs oder sowas halt macht. Und dann hole ich mir die schon mal für eine Projektion. Da kam auch die 318 im DAO her. Aber ansonsten verwende ich die tatsächlich nicht, weil ich es halt einfach nicht brauche. Also es ist natürlich dann schon hilfreich, wenn man irgendwie da jetzt nicht so. So, jetzt mal gucken, wir haben die Eröffnung. Die 667, das wäre halt, wenn sie kommen würde. Dann gehe ich mal hier direkt rein nochmal. Das wäre natürlich jetzt der Punkt, der als allererstes mal reagieren müsste. Jetzt gucke ich mal, ob ich da noch was zusammenkriege. Den Point of Control haben wir hier.
So, 668. Ups. Ja, den pH Main, der ist auch hier an der Stelle. Ich hoffe, das geht jetzt nicht zu schnell hier bei mir gerade alles. Ja, der ist hier oben, pH Main. 672, das wäre eine kleine Übertreibung drüber. Aber da kann man erstmal gucken, ob die überhaupt kommen. Ne? Aber vom Prinzip her, genau das, was ich gerade gesagt habe, nur ich jetzt ein bisschen langsam war. Ne? Wenn er drunter schließt, kann man sich den als ersten Rücklauf Punkt dann schnappen. Da war ich jetzt nur echt ein bisschen too lame, aber das wäre auch nur ein Scalp erstmal gewesen. Ich denke schon, dass wir da noch mal ein bisschen drüber kommen auch. Und dann ansonsten dann eben unten gleich mal gucken, ob wir da entsprechend irgendwo eine Reaktion kriegen in Richtung oben. Also generell sind wir hier also noch nicht wirklich short, aber long ist halt so ein bisschen angeknackst, von daher ist das jetzt noch nicht so ganz entschieden, wie das Ganze weitergeht. Und selbst wenn wir jetzt halt hier eine Runde runterbrechen, es gibt ja dann immer so die ganz Speziellen, die sagen so, jetzt sind alle Trends kaputt, jetzt ist billig. Kann man machen, ist aber nicht selten dann eben auch von Misserfolg dann gekrönt, weil man ja nicht immer nur so handeln kann, irgendwie auf indem man auf Stockfishing halt geht. Das funktioniert meines Erachtens nicht. Das sollte man irgendwie nicht wirklich tun. So, ich würde jetzt hier echt mal versuchen, ob wir nicht da ein Stück höher kommen, ne, weil ich habe ja gerade gesagt, viel mehr als ein Scalp sehe ich da erstmal nicht an dem Punkt. Dafür war es ein bisschen zu knapp drunter. Also hätten wir jetzt irgendwie so 20, 30 Punkte drunter geschlossen, dann hätten wir die ja nochmal zurücklaufen können. So ist es jetzt erstmal nur ein irgendwas, was hier rumliegt. Und das nächste wäre halt hier die 684. So, da gucken wir mal, ob wir da schon was anderes kriegen. Wahrscheinlich. Ja, da haben wir auch, ich bin hier im Minutenchart unterwegs. Und wahrscheinlich haben wir da halt dann nachher die Situation, dass wir wahrscheinlich genau den EMA 200 hier an der Stelle haben. War aber eben heute Morgen auch hier der erste versuchte Support. Auch wenn man das jetzt nicht mehr so genau hier erkennen kann. Aber wir sind hier. Was habe ich denn hier? Was habe ich denn hier eingestellt? Jetzt ein paar Kerzen mal hier drauf bauen. So. So sieht man es ein bisschen besser. Das war die erste Abwärtsbewegung heute Morgen von 8 Uhr. Und die ist als allererstes genau an diesem Punkt gescheitert. Ne? Also an der 600, was heißt gescheitert? Also das ist natürlich der falsche Ausdruck. Dort hat sie reagiert. 680 irgendwie hoch bis 90, ne? Also ein kleiner Support. Und der hat natürlich jetzt dann auch oder sollte die gleiche Wirkung haben wie üblich. Ne? Verkaufter Support ist ein Widerstand, wenn wir von unten drankommen. Premium wäre natürlich hier ein Rücklauf bis an die Linie, die ich gerade hier oben eingezeichnet habe, im anderen Bild die 705. Das wäre natürlich halt absoluter Premium-Rücklauf. Ob wir den kriegen, das steht aber auf einem anderen Blatt. Also von dort, wenn der DAX jetzt auf die Idee kommen würde, jetzt in einem Stück hochzulaufen, jetzt als Beispiel hier oben bis zur 705, zeichne ich hier auch mal gerade ein. So, das wäre hier oben die Geschichte. Die mache ich mal rot. So, und dann wäre es natürlich wirklich denkbar, dass wir eine Bewegung kriegen, die dann halt entsprechend, jetzt muss ich mal gucken, ob ich malen kann. Der Heiko macht das immer so schön. Das heißt, die dann wirklich halt vielleicht so aussehen könnte, ne? Dass wir halt hier einmal nach oben laufen und dann halt wirklich nochmal die ganze Strecke halt zurück. Das wäre natürlich halt, wie gesagt, so ein Premium-Setup, aber mal gucken, wie er halt da jetzt hochgeht. Ich vermute aber eher, dass wir hier in dem Bereich jetzt irgendwo gleich reagieren werden. Also so ein bisschen im Nirgendwo wird mir auch hier auch gleichzeitig das Low von der letzten Stunde davor suchen. Das ist hier oben dieser Punkt. Ich bin heute Morgen ein bisschen schnell, ne? Und zwar ist das hier oben, ne, das Tief von der 7 bis 8 Uhr Kerze. Das wäre die, was haben wir da? 694. Genau.
Ja, da liegt jetzt auch, ne? Liegt genau halt jetzt der EMA 200 hier, lustigerweise. Aber es passt ja halt, die Dinger passen halt immer in irgendeiner Form halt dazu. Okay, also, das wäre halt denkbar, dass wir erstmal dahin laufen, das wäre knapp, dann auch vor die Eröffnung, vor die 8-Uhr-Öffnung wäre auch plausibel, dass wir da erstmal einen Rücklauf kriegen. Jetzt hier finde ich es ein bisschen tricky. An der Stelle, das finde ich, reicht halt von der Wohler nicht, um sich da vernünftig zu positionieren. Das Einzige, was man jetzt halt hier sieht, ne, er reagiert halt hier so an den letzten Hochs hier. Aber wir haben auch gerade erst 5 Minuten, es ist der Markt jetzt erst offen, von daher lasse ich den jetzt mal ein bisschen machen. Wir werden den schon noch hier irgendwo gefangen kriegen. Gehe ich mal ganz stark von aus. So, aber generell passt das, ne? Weil hier aus Sicht vom Stundenchart ist das jetzt hier erstmal nur Fishing, ne? Also hier unter das Tief drunter und dann doch wieder hoch, aber hängt hier so im Nichts, ja? Also über dem Cluster hier startet mitten in dieser Kerze. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das sollten wir schon noch mal ein neues Tagestief und dann auch sehen. So, jetzt haben wir hier erstmal die 648, ne? Entschuldigung, 684. Das war der erste Punkt, wo ich gesagt habe, der wäre eigentlich gut, aber da hätte ich gern ein bisschen Übertreibung und das würde super passen. Hier oben mit der 693, wenn wir da jetzt einmal kurz hinlaufen und dann bitte gerne im Rückwärtsgang nochmal 10, 15 Punkte zurück. Mal gucken, was wir jetzt hinkriegen. Ich muss sie vielleicht nicht gleich hier übertreiben. Wenn nicht, also wenn der nicht funktioniert, dann würde ich auf jeden Fall hier oben auf jeden Fall nochmal rangehen. Aber das hier erscheint mir jetzt wirklich erstmal der plausibelste Punkt, den er jetzt anlaufen soll. Ich mache den auch ohne den EMA, ich mache den jetzt erstmal manuell. Der EMA interessiert mich ja eigentlich gar nicht. So. Jetzt haben wir halt hier den R1, der ist im DAX, ist der eigentlich egal. So, jetzt sind wir dann doch da. Okay, na gut. So, wie man jetzt hier sieht, das ist halt so der Ansatz. Wir laufen direkt da oben hin, korrigieren fast die ganze 8-Uhr-Bewegung. Also die ganze Eröffnungsbewegung vom Future. Ich lasse mich auch hier oben jetzt erstmal ausstoppen, ne, falls er da hinkommen sollte und würde dann, wie gesagt, hier oben eigentlich an meinem Premium dann lieber nochmal rein oder ich kann ja auch den auch wieder aufmachen, falls ich ausgestoppt werde. So, aber hier wäre jetzt wirklich plausibel, egal ob er jetzt halt hier oben die 705 macht oder nicht, dass wir die Strecke wirklich nochmal runterlaufen und zwar komplett. Mal gucken, ob das gelingt. Muss ich jetzt nicht unbedingt auch ganz aushalten. Das kann der ja letzten Endes auch in ein paar Etappen machen. Aber die Wohler ist ja auf jeden Fall erstmal soweit ganz schick. Lass mal gucken, wo wir hier oben die Value Area haben, ob die hier auch irgendwo mitspielt. Ja, die endet hier oben bei der 713. Kann natürlich auch sein, wie gesagt, ne, dass deswegen die 705 bis 713, das ist nicht mehr so weit. Das würde natürlich auch noch, wäre auch noch okay. Und dann würde ich aber hier erstmal mit Minus rausgehen. So blöd es klingt, mir wäre es fast lieber, weil das halt hier so ein bisschen früh ist und man sich da oben halt auch ein bisschen dicker positionieren könnte. Aber erstmal haben wir jetzt hier die Reaktion. Und das war auch ein schönes Beispiel jetzt dafür, wo ich finde, wo jetzt der tatsächlich mal hier dieser lustige EMA, wo ich das auch mal live erklären konnte. Wie der bei mir dann halt ein Bild dann auch dazu passt. Ne, weil man muss ihn irgendwo, muss die Dinger suchen an entsprechenden Übertreibungspunkten. Das heißt, muss ich mal gucken, ein bisschen die Zeit im Auge behalten. 9:10 Uhr. Okay, wir haben jetzt 2 5-Minuten-Kerzen fertig. Und die M15 wird jetzt fertig und der erste Trigger ist für mich eigentlich immer erst der M15. Die 5-Minuten-Kerzen interessieren mich nicht so wirklich. Und deswegen haben wir jetzt halt hier schon auch, wäre es schon wirklich denkbar,
wenn es erstmal nicht so aussieht, dass wir jetzt noch mal deutlich runterlaufen, eventuell sogar hier unten bis zur 667, da wäre halt auch noch mal der Point of Control. Und dann halt um 9:15 Uhr das Bild noch mal neu bewerten. BE Safe mache ich mal aus. Ich habe hier nur jetzt den Trail Start eingestellt, hier unten auf den Punkt, falls wir da hinkommen sollten. Das wäre der PH Main, dass dort entsprechend der TA Trail dann halt aktiv wird. Aber wie gesagt, von mir aus kann er mich auch da oben abschießen. Das ist mir erstmal ziemlich egal. Ja, so, jetzt kriegen wir auch den besseren Entry höchstwahrscheinlich. Auch wenn das jetzt ein bisschen dauert. So, die 15 Minuten, die sieht natürlich gleich hochmotiviert aus. Aber auch das macht nichts. Na komm, das letzte Stück gibst du mir jetzt aber schon noch da oben. Na, das wäre nämlich dann der Versuch, die Bewegung auszuhebeln, wobei ich jetzt hier tatsächlich auch so ein bisschen auf Stockfishing ja dann aus bin, aber ich lasse den jetzt erstmal. Pech wäre jetzt nur, wenn er jetzt von, genau von hier aus, ohne mich abzuholen, wieder runterzieht. Das wäre natürlich Pech. Aber ich gehe eher davon aus, dass er versucht, dass da oben das halt zu kaufen. So, 9:12 Uhr. Bin hier trotzdem am Abzug. Aha, so. So, schöner Vorführeffekt für die Limit Pullback. Das sind nämlich hier jetzt gleich mal 5 Punkte besser gefüllt worden. Es muss nur noch aufgehen. Das wäre natürlich. Ach, hier oben haben wir noch ein Pivot. So, den würde ich auch ein Stück weit skalieren. Das heißt, ich ziehe den jetzt mal ein kleines bisschen hier drüber. Also auch wenn der Trade jetzt nicht aufgehen sollte, hier dank Limit Pullback wurden wir gerade hier eine Etage höher gefüllt. So, das heißt, er versucht jetzt hier mal rein markttechnisch halt auch oben diese Hochs direkt rauszuholen. Das ist das, was er versucht. Ob es gelingt, steht aber auf dem anderen Blatt. Wenn er das macht, die 721 wäre das, ne? Das ist nämlich genau hier halt auch der Daily Pivot, den wir halt hier haben, der halt da verkauft wurde. So, das ist das, was er jetzt hier gerne machen würde. Ob das jetzt so gelingt, warten wir mal ab. Na, das Ding ist natürlich jetzt klar, aus Sicht von irgendwie aus dem Kassamarkt sind wir jetzt erstmal wieder vergleichsweise günstig, nämlich unter der 700. Da wird dann jetzt erstmal zugeschlagen, das ist völlig legitim. Und kann natürlich jetzt auch sein, dass auch der nicht aufgeht und wir halt das Ding wieder zurückkaufen. Dann allerdings haben wir das Problem, dass wir es das hier zeitlich nicht mehr in die erste Stunde wahrscheinlich reinkriegen werden. Da muss man nicht abwarten, wie schließt die Stunde und sucht sich dann halt entsprechenden Support dann halt wieder. Ne? Also das ist halt natürlich auch möglich. Weil ich habe ja keine Glaskugel, ich kann mich immer nur darauf einstellen, was der Markt halt so macht, was er halt so zeigt und versuche mich da halt irgendwo rein zu grooven sozusagen. So, das heißt, da müsst ihr hier direkt über die 721 jetzt drüber. Da haben wir jetzt halt den Pivot. Mal gucken, vielleicht hilft ja auch ein bisschen hier in der ganzen Geschichte, dass er da jetzt nicht so ohne weiteres halt drüber läuft. So, da war ich ein bisschen langsam. Aber ich würde ihn hier erstmal mitgeben. Da mal gucken, dass wir zumindest hier an die Kollegen in Blau bei 705 erstmal wieder zurückkommen. Den wollte ich eigentlich da oben als Limit machen. Aber okay. So, 15 Minuten Kerze. Jetzt sollten wir nur jetzt nicht unbedingt direkt einen Impuls nach oben kriegen. Sondern erstmal kurz einen Rückwärtsgang.
Tja, das sieht irgendwie ein bisschen übermotiviert aus, was der DAX hier treibt. So, mal gucken, ob er uns den Gefallen hier tut. Kleines neues Hoch, das ist okay. Nur jetzt drüber raus, das wäre natürlich ein bisschen arg. Dann hätten wir halt, wie gesagt, genau das Problem, dass man sich dann halt tatsächlich erst eine Stunde später hier nochmal neu irgendwo einfinden muss. Also würde ich halt zumindest machen. Sicherlich geht es dann halt auch irgendwo vorher, also wenn er das jetzt überhaupt macht. Aber jetzt, um einen Trigger halt zu kriegen, fände ich das halt wesentlich angenehmer. So, und nach wie vor, ne, wir haben jetzt halt hier nur die Bewegung der ersten 15-Minuten-Kerze. Mehr ist das jetzt noch gar nicht, ne. Das kann alles auch noch eine Finte sein und nochmal ganz schnell entsprechend halt auch runterkommen. Das werden wir dann ja gleich rausfinden. Und aber gut ist erstmal halt, dass wir überhaupt eine schöne Vola hier haben. Das ist erstmal, finde ich, halt wesentlich wichtiger, weil das heißt, in diesem Markt kommt man auf jeden Fall auch noch irgendwo rein. Wenn auch nicht jetzt vielleicht, aber ganz sicher später. So. Was liegt der Trail am TV? Ach so, ja, richtig. Das macht aber nichts, das ist aber okay. Ich hatte nur gerade, die Natalia hat gemeint, mein Trail, genau, mein Trading Start, ne, das ist ja die Geschichte hier. Also wenn er da hinkommt, will ich ja erstmal trailen, liegt genau am TVK. Das ist natürlich richtig, und auch eigentlich halt auch genau genommen auch Quatsch. Das stimmt natürlich schon. Das heißt, die würden sich dann beißen, wenn der Kurs jetzt hier als Beispiel darunter kommt. Und dann würden halt beide gleichzeitig getriggert und das ist natürlich dann halt auch unsinnig. So, die 705, ne, da traut er sich nicht so wirklich dran. Da haben wir auch direkt schon wieder einen Käufer sitzen, was man hier im Buch gerade sieht. Ja, hier direkt eine Kauforder. Sollte man ein bisschen genauer dann im Auge behalten. Aber daran sieht man zumindest, dass der Punkt halt richtig war, den ich hier vorhin eingezeichnet habe. Aber warten wir mal. Noch ist nichts passiert. Kleines bisschen Zeit muss ich ihm schon geben hier. Ich hätte ihn mal längst schon mal wieder rausnehmen können. Ich glaube, ich habe zu wenig Kaffee heute, weil die habe ich ja vorhin, die ist ja falsch reingegangen, die zweite Position. Ich wollte die eigentlich hier oben bei der 2-1 aufgeben. Dann würden wir hier natürlich schon ganz anders jetzt stehen. So, jetzt wird schon wieder eine 5-Minuten-Kerze fertig. Steht natürlich so ein bisschen die Gefahr, dass wir halt hier oben Phishing kriegen, ne? Und dann halt nochmal neues Hochmachen. Das wäre natürlich denkbar. Deswegen muss man jetzt hier ein bisschen genauer aufpassen. Also generell finde ich die Richtung jetzt erstmal immer noch richtig, ne? Weil halt im Stundenchart sind wir gerade abwärts gerichtet, ne? Und wir sind hier am Maximum, also am ersten potenziellen Maximum sind wir halt hier angekommen, ne? Und sollte man halt nicht vergessen, ne? Auch wenn jetzt hier einer sagt, oh, warum shortet der Markt steigt doch, abwarten. Das sehe ich so noch nicht. Weil ob der jetzt hier wirklich drüber kommt oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Also für mich wäre wesentlich plausibler, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, dass wir hier einmal komplett wieder zurücklaufen. Also wirklich komplett, ne? Also auch wenn wir jetzt halt hier ein bisschen verspätet an sind, aber die 667 da unten, wo er auch den ersten Reaktionspunkt hatte, ja, das wäre hier unten der Bereich am Point of Control. Warum denn nicht? Macht meines Erachtens schon Sinn. Am liebsten auch in großen Schritten. Aber mal gucken.
So, bauen die hier mal ein bisschen wieder ab. Ja, so, jetzt ist noch ein Drittel drin von dem ganzen Ding. Und schon liegen wir hier vorne. Ne? So, und jetzt kann es halt wirklich passieren, weil, genau weil da der EMA ist, dass wir da einmal komplett durchrutschen. Wäre möglich, muss nicht sein, aber wäre möglich. So, 20:54, nächste Minutenkerze. Ich will jetzt aber hier, oh, mein VPS heute Morgen, der ist wirklich ein bisschen anstrengend. So, ich will jetzt aber hier nicht vermessen sein, hänge mich jetzt hier direkt dahinter. Entweder kriegen wir die jetzt, ohne dass wir die Eröffnung von der letzten Minute nochmal da halt sehen. So, da wollte ich nicht, da. Oder wir laufen tatsächlich nochmal oben das Hoch an. Also werden wir rausfinden. Aber generell passt das doch erstmal. Und eigentlich sind das halt, ja, was heißt schöne Bewegung? Wo steht denn der DAU eigentlich? 272. Das sind eigentlich so die gemeinsten Bewegungen, die der Markt dann halt schon gerne mal macht. Und wenn man da zu früh shortet und dann wird man halt einfach nur über den Haufen gefahren. Der VWAP bei 690, okay. Na, da muss man halt schon irgendwie kerngesund sein und drauf klarkommen, auch so, auf solche Bewegungen. So, hier haben wir jetzt natürlich den letzten Mini-Support. So, dann schieben wir hier tatsächlich mal von Hand nach. Da hängen sie einfach mal ganz dicht dran. Weil wenn da jetzt ein Verkäufer aktiv ist an der Stelle, ne, der genau das vorhat, dann wird er hier halt auch dranbleiben. Ansonsten gehen wir jetzt, würde ich jetzt hier, nicht wir, also ne, ich rede natürlich immer nur von dem, was ich mache, aber vielleicht mag es natürlich der andere, ein oder andere nachvollziehen, aber trotzdem kann ich ja hier keine Empfehlungen geben. So ist es bitte nie gemeint, wenn ich sage wir. Aber ich wollte gerade sagen, ansonsten gehen wir jetzt hier erstmal raus. Weil, wie gesagt, wenn da halt ein Verkäufer aktiv ist, dann muss er das Ding drücken. Und wird da auch keine Hochs mehr zulassen. Bis jetzt passt es. Aber wenn wir jetzt hier nochmal drüber laufen und dann wird auch der oder diejenige, der das hier initiiert, dann wohl auch erstmal nochmal eine Runde abwarten. Könnte jetzt natürlich hier halt auch einen Trailing Stop anmachen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das noch lohnt. Kann man versuchen. Das wäre dann halt hier ein Fall für den Priax. Also wenn er jetzt weiter runterzieht. Priax sind Außenstäbe im, egal welchen Timeframe. Hier wäre es jetzt der M1, also wenn man klare Bewegungen hat, kann das schon mal funktionieren. Also wir wären zumindest bis hierhin gekommen mit dem Trailing Stop, aber hier ist der eigentlich schon vorbei. Das heißt, wir kriegen jetzt eine Reaktion nochmal nach oben. So, und von daher macht das jetzt auch gar keinen Sinn. Also der Priax wäre hier auch ausgestiegen. Von daher macht das jetzt keinen Sinn. So, aber das war doch auf jeden Fall, da sind wir doch hier jetzt erstmal ganz gut gestartet. Das hat doch gepasst. Ne? Also der erste war halt nur ein kleiner Loser, sieht man hier. Und der nächste dann entsprechend ist doch hier ein bisschen schicker ausgegangen. Warum habe ich eigentlich die Beträge an? Ich wollte mir das doch abgewöhnen. So. Ne, das war doch auf jeden Fall soweit ganz nett. Also hier, ne, das waren nur 10 Punkte, auch mit einer Position. Und hier war es eine skalierte Position, umgerechnet auf die erste 37 Punkte. Also das ungefähr, das fast das Vierfache. So, und genau, ich hätte mir natürlich auch mal das VPOC reinladen können. Ich habe immer nur die Befürchtung, dass ich hier nie die neueste Version habe, weil ich da halt echt so leider etwas nachlässig bin mit den Updates immer nachinstallieren auf meinem Trading-Account hier. Von daher aber hat gerade der Jörg hat es gerade geschrieben, dass wir da
den VWAP hatten. Also effektiv sind es auf jeden Fall jetzt irgendwie 27 Punkte hier gewesen. Und hier oben war der Stop so ein bisschen größer als sonst. Aber trotzdem waren das 2R, die halt hier ja wohl ganz sicherlich drin gewesen sind. Jetzt erstmal effektiv. So, also jetzt erstmal 25. Ich würde jetzt mal abwarten, was die 9:30 Uhr Heinis da machen, weil ganz oft ist ja so, dass wir dort dann irgendwie nochmal einen Volumenschub dann auch kriegen. Aber hier war jetzt, glaube ich, erstmal richtig da rauszugehen. Ne? Also, glaube schon, dass der nochmal da oben nochmal drüber läuft. Und dann kann man natürlich, wenn man will, wenn man jetzt irgendwie im M1 da halt bleiben will, mal angenommen, der läuft jetzt hier nochmal zurück, dann kann man natürlich hier oben die letzten Supports sich dann halt nehmen. Ist aber vielleicht auch ein bisschen knapp. Ne? Also ich wäre jetzt erstmal hier ein Freund von abwarten. Natürlich kann es auch sein, dass der jetzt da runterfällt und dann sage ich aber nachher trotzdem nicht, oh, wäre ich mal. Ja, dann hätte ich es ja machen können. Ne? Aber das weiß ich ja nicht. Ich habe gerade kein Setup dafür, warum der das ausgerechnet jetzt in den nächsten 5 Minuten machen sollte. Ich habe keins. Das hier war jetzt für mich soweit plausibel, dass er das halt macht. Ne? Also vielleicht nochmal jetzt, damit man das im Nachhinein auch nochmal versteht, warum, weshalb, wieso. Also erstens mal halt hier die Reaktion, darauf habe ich als erstes gebaut, von der 8-Uhr-Bewegung und wollte eigentlich nur bis hier, ich zeige das noch ein bisschen genauer, bis hier an diesen Punkt, ne? Also wo jetzt halt hier genau die Mitte von meinem Kreis ist, da wollte ich eigentlich nur hin und dann wieder runter. Gut, wollte halt nicht. Dann habe ich gesagt, hier die 705 ist Premium, weil wir halt die letzten Supports haben, aber eben auch in Kombination da oben mit der 721, was ja halt dann die letzten Hochs hier sind von dieser 7er. Ne? Das ist so eine kleine Welle nach oben, bevor es runterging. Gleichzeitig, ne? Aber auch hier, wenn auch unscharf, aber halt hier halt auch mit Übertreibung als Support genutzt. Von daher war das jetzt erstmal das Maximum da oben. Da. Und also jetzt für diese Bewegung, also das, da läuft er eigentlich nicht mal eben drüber. Es sei denn, da hat jemand irgendwo überall gerufen, kauft, was das Zeug hält, wir rennen jetzt durchs Dach. Das ist ja meistens nicht so. Und deswegen war das jetzt das Maximum und darüber, das wäre halt für meine Begriffe too much gewesen. Also vielleicht noch ein bisschen Phishing, dafür habe ich ja vorhin so ein bisschen Sorge gehabt, weil jetzt dann natürlich schwierig wird, das Risiko zu kontrollieren, aber von daher passt es jetzt erstmal. Für mich wäre jetzt absolut plausibel nach wie vor, die Frage ist jetzt dann nur wann, dass wir diese Bewegung komplett abbauen und tatsächlich dann halt auch noch vor 10 Uhr bis da unten 648, 639 tatsächlich noch erreichen können. Muss nicht sein, kann auch sein, dass jetzt hier irgendwo im mittendrin strandet und dann wird sich das Ganze über Stunden dann halt irgendwie hinziehen. Aber wenn der halt hier drunter schließt, unter jetzt dem hier der 705 oder sagen wir einfach mal 700, wenn die Stunde da drunter schließt, dann wird das nicht so einfach dann wieder durch die Decke da oben weggehen, sondern wird sich wahrscheinlich dann erstmal den Support im unteren Bereich suchen. So, und deswegen war das für mich jetzt hier erstmal völlig sauber vom Ansatz her. So, hier kamen noch ein paar Pünktchen dazu, aber wie gesagt, ich bleibe jetzt erstmal dabei. Ich lasse das jetzt erstmal. Und man kommt in diesen Markt schon noch rein. Gut. Also, wer sind denn die 9:30 Uhr Heinis? Ja, das weiß ich auch nicht, wer das ist. Aber um 9:30 Uhr sieht man halt ganz oft eine etwas heftigere Reaktion vom Markt. Das haben wir jetzt ja in 30 Sekunden. Warum das so ist, keine Ahnung. Vielleicht ist das ein Algo, der da irgendwie drauf getrillt ist. Weiß ich nicht. Aber da gibt es meistens nochmal einen Schub in die eine oder andere Richtung. Aber was wir jetzt halt hier sehen, warum man hier jetzt auch echt nicht aktiv werden muss, ne? Auch wenn das hier runterdrückt, wir stehen genau in der Mitte. Ja, also von der Bewegung, die wir jetzt hier hatten, von Eröffnung, ne? Also hier unten von der Eröffnung kommen bis da oben hin, sind wir hier halt einfach echt genau in der Mitte. Also 50-50. Muss man nicht unbedingt handeln. So, wenn man sich das Bild mal dann auch, vielleicht, deswegen bin ich immer so ein Fan von auch von Timeframes zu mischen. Wenn man sich das jetzt mal aus der
30-Minuten-Perspektive anschaut, ja, wenn jetzt irgendwie halt so ein Händler irgendwie im 30-Minuten-Takt halt den Markt beackert, der sieht erstmal nur, ja, ich habe ich habe eine grüne Kerze. Ja, kann man hier mal kurz drüber blenden. So, das ist die 30-Minuten-Kerze. So, die ist erstmal grün. So, das heißt, für den heißt es jetzt erstmal, auch wenn der keine Kerze hat, der guckt 9:30 auf die Uhr und sagt dann, ja, schön, wir sind ja schon irgendwie 0, so und so viel Prozent gestiegen. Waren auch schon höher, da lege ich mal die nächste Kauforder rein. Kann sein, ne? Wogegen dann natürlich der 15-Minuten-Typ sagt, ja, da war ja wohl nichts da oben, ne? Da gehen wir wieder auf Anfang. Oh, sorry, gibt's doch nicht. Ja, Frosch im Hals. Oh, jetzt klinge ich wieder besser. Deswegen ist das immer so ein bisschen tricky, wenn man dann halt irgendwie, manchmal gibt es Bewegungen, da passt es halt ganz gut, ne? Wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel schon drunter gelaufen wären unter die Eröffnung und dann nochmal einen Rücklauf um 9:30 Uhr, dann hätte ich den auch geschortet. Aber so, jetzt stehen wir hier schon wieder bei der 695. So, jetzt laufen wir wieder an die 705 wahrscheinlich dran. So, mal gucken, das sind ja dann die Supports, die ich ja eben gezeigt habe. Wenn man unbedingt will, kann man natürlich hier versuchen, wenn er die Übertreibung nochmal macht, oben die 705 nochmal einzufangen. Ich mache das mal hier mit einer kleinen Position. Ja, mal gucken, ob der Markt uns da was schenkt. So, die muss ich manuell machen, die kriegt er nicht mehr, so wie es aussieht. Sollte man aber meines Erachtens dann eher skalieren und dann halt hier oben, bevor an die letzte Aufwärtsbewegung da oben kommt, dann halt irgendwie nochmal ran. Also bei hier sollten die jetzt auf jeden Fall eigentlich mal zusammentreffen. Ich mache mal nochmal 15 Minuten hier an. Ja, zumal wir dann halt hier, das hatten wir im letzten Webinar, ja halt auch an der Oberseite von der M15 dann auch werden, haben wir meistens eigentlich eine Reaktion. Wahrscheinlich bedingt durch den Future-Handel. So. Ja, so ein bisschen was passiert da, aber nicht allzu viel jetzt gerade. Von daher war das wahrscheinlich ein bisschen früh. Aber hier oben. Spätestens dort sollte die eigentlich kommen. Ich gehe mal eben, man geht mal ein bisschen Luft. Zumal es auch irgendwie hier die 30 Minuten, also dieses Intervall eigentlich auch noch gar nicht korrigiert hat, ne? Wir sind direkt hier unten gestartet ohne Korrektur. Funktioniert eigentlich meistens nicht auch. Das hat auch noch so eine Geschichte, die hier halt einfach dazu kommt. So, aber hier sitzt schon wieder der nächste, lauert schon wieder der nächste Käufer. Also so ein bisschen tricky hier in der Bereich. Aber ich lass dir mal. Das heißt, ich ziehe jetzt hier nur BE und wenn wir runterlaufen, ist schön und wenn nicht, dann halt auch gut. Mach den mal kurz manuell, ziehe ich den hier mal bei. Erst hier ist wieder Point of Control, das heißt, da war halt jetzt der meiste Umsatz. Das ist natürlich jetzt erstmal eine beliebte Anlaufstelle, der kann sich jetzt hier aber einfach wirklich komplett festfahren, der Markt. Deswegen ziehe ich jetzt hier BE, weil entweder macht das jetzt am Stück oder ich vergesse den Gedanken jetzt erstmal hier. Weil dann, das kann halt einfach sein, immer, dass wir da halt einfach, dass dann nichts mehr kommt. Kann man hier mal den TI anmachen. So, das heißt, wir trailen hier direkt nach, aber ich glaube, ja, komm, 3 Punkte. Wie gesagt, hier ist Entschuldigung, für mich die Gefahr zu groß, dass wir halt hier uns jetzt im Markt halt festfressen. Ne?
Weil wenn er erstmal am Point of Control hat, irgendwo stehen geblieben ist, dann kriegt man den so schnell da auch nicht mehr weg. Und das Risiko ist mir jetzt so ein bisschen zu hoch. Aber hey, 3,5 Punkte sind 3,5 Punkte. Ne? Aber wenigstens ist die 30 komplett. Quatsch, die 40. Nee, Unsinn. Ja, doch, die 30. Entschuldigung. So. Ich gucke mal hier so ein bisschen auf die Fragen, ob sich da was ergibt. Beziehungsweise ich gucke jetzt erstmal mal kurz hier nochmal rüber auf das Bild in Verbindung mit dem DAO. Das halt, finde ich halt auch mal wichtig, mal eine andere Perspektive wieder auch zu haben, wo man halt einfach ein bisschen mehr sieht und sich nicht da halt im Wald vor lauter Bäumen da halt zu verirren und verrennen. So, im DAO. Den ziehe ich natürlich auch immer gerne mit in die Gesamtbetrachtung rein, weil es halt sehr selten ist, dass der eine nur steigt und der andere nur fällt. Und oft eben auch so ist, dass sich die Trigger tatsächlich gegenseitig beeinflussen. Ne? Der DAO hat jetzt hier bei der 240, die ja bei mir relativ fett da eingezeichnet ist, hat jetzt erstmal halt reagiert. Wir haben genau die Stunde dran geschlossen, also fast genau. Erstmal eine Reaktion nach oben und der weiß halt hier auch nicht so wirklich, was mit sich anzufangen. In dem Bereich hier auch nochmal einfach, ne, das Gleiche, eigentlich das Gleiche gemacht. Über die 8 Uhr Bewegung mal irgendwie kurz ans Hoch, ne, wobei der DAO natürlich es nicht übertrieben hat. Das ist immer das Schöne am DAO, kann man hier ganz genau gucken. Ne, da oben das 8 Uhr hoch und hier das von 9 Uhr. Das sind einen Punkt runter. So macht der DAO das. Wie macht er, was macht der DAX? Die alte Schweinebacke. Da ist es halt wirklich so, 8 Uhr, ja, da wird da oben erstmal abgegrast. Ne? Damit es erstmal long aussieht und dann geht es doch nicht long und kommt wieder zurück. Das ist halt der DAX. Und deswegen sagt man halt auch, glaube ich, dass der DAX für Anfänger wirklich schwer zu handeln ist. Ich meine, wenn man den schon ein paar Jahre kennt, so wie ich, dann kennt man natürlich die ganzen Spielchen und dann kann man es auch so ein bisschen besser einschätzen. Aber der DAO, wie gesagt, zum Vergleich, guckt euch das an. Genau einen Punkt davor gescheitert, super sauberer Short Entry da oben und wäre deutlich weiter im Plus als jetzt hier. Der vom DAX ist. Aber gut, muss natürlich aber auch dazu sagen, fairerweise, wir haben im DAO haben wir jetzt keinen Kassamarkt, sondern rein den Future-Markt und im DAX haben wir halt beides vermischt. Ne? Klar, wenn dann halt jemand kommt mit einer Kauforder, irgendein Asset Manager und der sagt, ich brauche jetzt hiervon irgendwie so und so wie 1000 Pakete und wickelt den Auftrag ab und dann wickelt er den halt ab. Ne? Also dann ballert er das halt dann da durch. Aber selbst das ist im Kassamarkt im DAO eigentlich immer ein bisschen anders. Okay, aber hier nochmal eine Runde kleiner, damit wir jetzt auch hier mal sehen, wo wir stehen. Also generell haben wir hier halt das gleiche Bild, soweit, aber auch gleichzeitig das gleiche Problem. Ne? Der DAO hängt halt hier, wenn man sich das mal anguckt, ich werde das halt hier mal kurz einzeichnen, damit man sieht, was da passiert ist. Einmal Bewegung. Da sieht man, das ist oft echt so ein Szenario, wo es halt mal noch eine Runde deutlich tiefer gehen kann, beziehungsweise ich mache den hier auch mal dazu. Man sieht, wir haben hier in der Kurve, haben wir abfallende Lows, ne, im steigenden Markt. Und das ist eigentlich schon so ein Trigger dafür, dass wir noch mal eine ganze Etage tiefer laufen sollten. Ja, da könnte echt die nächste, die könnte dann halt auch mal irgendwie ganz problemlos so aussehen. So. Und dann stehen wir unten in dem Cluster. Und das wäre halt auch so ein Punkt, wo ich sage, da kann man irgendwie nochmal versuchen, irgendwie noch auch mal long dagegen zu gehen und das Ganze nochmal halt zu starten. Ne? Kann natürlich auch sein, dass er durchfällt. Aber generell sollte sich das hier weiter, finde ich, also man sieht, es ist ja wirklich ein Muster, ist ja hier erkennbar. Immer von den Lows kommt, hier steil, nicht mehr so steil. Nochmal flacher, rückwärts, deutlicher rückwärts und da fehlt es eigentlich nur noch einer, nochmal ganz deutlich rückwärts. Und jetzt nicht einfach nur nach oben. So, das kann aber natürlich ein bisschen dauern, aber das würde ich mal, ja, ich glaube, man versteht, was ich hier meine, würde ich mal im Auge behalten. Zumal wir hier halt auch das Gleiche aus dem Volumenbereich betrachtet haben. Auch wenn ich jetzt hier in dem Bild kein echtes Volumen habe, man sieht aber auch hier im Volumen genauso. Wir haben halt hier, ne, die gleiche Kurve oben auf der,
Kann man das erkennen, was ich hier meine? Ich hoffe es doch. Also hier auf der Oberseite das gleiche. Ne? Das heißt, wir haben halt hier Point of Control. Wie gesagt, es ist kein echtes Volumen an der Stelle, sollte aber trotzdem einigermaßen passen. Hier aufsteigend und dann geht es halt rückwärts. Also wir haben ja genauso die Kurve und haben den jetzt hier unten. Ne? Also das gleiche Bild eigentlich wie hier mit den Lows. Und das sollte sich eigentlich dann auch mal noch ein Stück weit dann nach unten fortsetzen. So, jetzt nur nicht mehr um diese Uhrzeit. Das ist halt jetzt erstmal, glaube ich, Quatsch. Ne? Aber wer jetzt irgendwie halt hier eine Richtung für den Tag braucht, kann sich das mal angucken. Komisch wird es erst für den DAO, wenn man den mal irgendwie auch als federführend hier nimmt. Komisch wird es da erst, wenn er über 318 schließt. Also hier nochmal über diesen Hochs, dann wird es halt blöd. Also, aber davon gehe ich momentan mal nicht aus, sondern will dann eher hier die 240 im Auge behalten im DAO, schließen wieder drunter, Rücklauf 240 und dann eine Etage tiefer. So, und der DAX, der kann jetzt halt nochmal spannend werden, die nächsten 20 Minuten. Wie gesagt, mir wäre halt nach wie vor, wäre halt hier so mein präferiertes Szenario, wenn wir hier die ganze Bewegung, die wir jetzt hier gerade haben, in der Stunde, die in den nächsten 20 Minuten wieder abbauen. Und dann hier mit einer roten Kerze aus der Stunde rausgehen. Was dann aber auch nicht heißt, dass es ganz einfach wird. Aber das wäre zumindest mal ein Indiz für die weitere Richtung des Tages oder sagen wir mal des Vormittags. Heute Abend kann ja alles wieder ganz anders aussehen. So, dann gucke ich jetzt mal kurz auf die Lagen. Wie zeichnest du die überlagerten H1-Kerzen ein? Das ist ja wahrscheinlich hier nochmal. Das ist das X-Frame-Add-on. Lustigerweise wird es in jedem Live-Trading-Webinar gefragt. Ja, gemeint ist ja das hier. Das ist einfach nur, das sind jetzt hier die 15-Minuten-Kerzen über dem M1. Das ist das X-Frame-Add-on. Und ne, hier dieses Ding kann man installieren über den Installation Manager im StereoTrader von Heiko Behrendt. Und kostet sogar nichts. Ja, ich bin immer stolz auf mich, wenn ich an der richtigen Stelle rausgehe. Wie gesagt, kann sich hier festfressen, genau das macht er auch gerade. Finde ich immer gut, wenn ich sowas erkenne. Gestern irgendwie auch gelungen, bin ich irgendwie 25 Punkten plus da raus. Zum Schluss war es die ganze Tagesbewegung und da kam ja irgendwie nichts mehr. Natürlich immer ganz lustig. So, Erichs Harami. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ein Harami ist. Also schreibt der Carsten hier. Weiß es echt nicht. Das habe ich nicht so drauf mit den Dingern. Ich weiß, was ein Hammer ist, ein Shooting Star und ein Hanging Man und Inverted Hammer. Und dann hört es auch irgendwie schon auf. So, jetzt mal gucken. Also, eigentlich könnte ich jetzt hier schon dicht machen. Noch 2 Minuten. Kann echt sein, dass der die 15-Minuten-Kerze noch ganz nach unten kloppt. Aber er hängt immer noch am Point of Control, von daher jetzt erstmal nichts. Okay. Gut, das mit bisschen beantwortet, ne? Wo der herkommt, der X-Frame, habe ich gerade erklärt. Ach, der Hebisch, der Thorsten ist ja da. Ist ja unglaublich, habe ich gar nicht gesehen. Sorry, ich habe ganz wenig hier drauf geguckt. Willst du ein Mikro haben? Willst du was erzählen? Bitte nochmals den Namen der 15-Minuten-Boxen. X-Frame. X-F-R-A-M-E. So, ne? Also, was ich gerade gesagt habe, der kann natürlich die 15-Minuten-Kerze hier komplett umdrehen und dann das Ding wirklich bis jetzt innerhalb von ein paar Sekunden auch komplett nach unten wegbügeln. Ne? Dann wäre die Geschichte hier beantwortet. Sieht es ja, ne? Wir haben hier. Kriegen jetzt hier gerade nochmal Druck auf die Pipeline. Kommen von der Stelle da oben. 44, ja, die ist jetzt erstmal doch nochmal grün geworden. Ach, aber hier mit einem Gap. Was ist das denn? Nee, lasse ich jetzt mal. Trau dem Braten hier nicht. So. Haben wir noch irgendwas? Nelson, hast du noch irgendwo
Was bitte noch? Wo kommt der Orderbuchindikator her? Das ist kein Indikator, das ist das Orderbuch. Ja, das gibt's, das ist halt hier Volume Mapping bei FX Flat. Das heißt, ich habe hier ein Handelskonto, was eben auch Futures kann, beziehungsweise wo die Future-Kurse abonniert sind. Und ich kann halt im StereoTrader halt hier jetzt den DE30, DE30 Mini, was auch immer handeln und wähle dann halt hier bei Symbol, kann ich aber hier als Volumenquelle, kann ich den FDAX dann halt auswählen. Ne? Und das führt eben dazu, dass ich halt nicht nur das Volumen, was ich hier habe, dass es echt ist, es ist kein CFD-Volumen, sondern es ist echtes Volumen und gleichzeitig eben halt auch das Orderbuch halt hier habe, was auch dann natürlich aus dem Future kommt, aber dann halt hier hinter den CFD gemappt ist, ne? Sodass die Kurse dann halt auch stimmen, plus minus ein Tick. So, das geht übrigens nur mit dem StereoTrader, kann keine andere Plattform. So, sonst habe ich hier nichts. Ich wäre noch eigentlich soweit fertig. Der Thorsten hat nichts gesagt, der will nichts sagen, so wie es aussieht. Und, oder? Hat er was gesagt? Thorsten, was ist? Nee, Schweinkram darfst du. Ah, er hat geantwortet. Du darfst, Schweinkram darfst du nicht. Aber du darfst erklären, was ein Harami ist, wenn du möchtest. Weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt hier hilft, aber du darfst natürlich trotzdem gerne. Ansonsten, ich bin nämlich soweit durch. Ich glaube, hier mit der Punktanzahl und dem Resultat in R muss man sich jetzt, glaube ich, nicht verstecken. Das waren jetzt irgendwie 40 Punkte, ein bisschen mehr als 40 Punkte plus. Der erste ging daneben, der war aber auch so kalkuliert, wenn nicht sogar gewünscht. Schon fast, das habe ich ja vorhin erwähnt. Von daher gehen wir hier mit 30 Punkten raus. Das ist, glaube ich, echt okay. Und 705, ob ich die noch mache. Ansonsten bin ich nämlich jetzt hier echt durch. Ne? Weiß ja, ob ich die 705 nochmal shorte. Die war ja schon. Ne? Also, nein. Also, der braucht hier eigentlich eine dreckige Bewegung, der DAX. Ne? Und die kann eigentlich nur so aussehen, wenn das hier jetzt nicht heute komplett seitwärts werden soll, kann das nur so ausgehen, dass der wirklich einmal jetzt hier komplett durchläuft bis zur Eröffnung. So, das ist aber ein bisschen schwer einzufangen. Ich will mir jetzt auch hier die 30 Punkte nicht nochmal kaputt machen. Deswegen lasse ich da jetzt mal die Finger davon. Aber generell würde ich das, kann man das schon so machen, dass man halt hier wirklich unter den Lows da halt reingeht. Ja, hier bei der, ja, genau. Mein Lieber, ich will nicht mehr. Ich bin hier fertig. Ne? Nämlich genau hier reingeht. So, und dann muss man den nochmal halt absichern bis hier oben hin, ne? Beziehungsweise skalieren bis da oben hin. Oder hier ansonsten dann jetzt einfach nur den Stop hinziehen, weil was der braucht, ist jetzt wirklich so eine dreckige Bewegung jetzt innerhalb von den nächsten 5 Minuten eigentlich, die komplett bis darunter geht. Und am besten auch gleich durch die Eröffnung durch. Und halt hier, damit wir halt die Stundenkerze deutlich in Rot beendet kriegen. Ne? Weil getriggert hätte er mich jetzt hier schon. Deswegen habe ich den dann wegbekommen, weil natürlich kriegen wir hier eine Reaktion, weil das waren ja halt auch die letzten Lows hier. Und ich weiß ja nicht, in welchem Rhythmus das Ganze jetzt halt passiert. Und deswegen, da muss man zweifelsfrei ein bisschen Zeit mitbringen. Und nur weil ich die Idee habe, dass er so eine schmutzige Bewegung hier macht, heißt das ja nicht, dass er es macht. Es würde mich jetzt halt nur nicht wundern, wenn es genau so läuft. Und deswegen, ja, habe ich die ja angeführt, gerade die 681, aber auch aus gleichem Grund auch schon wieder weggenommen, ne? Weil ich das zeitlich jetzt möglicherweise hier nicht mehr gehandelt kriege. Innerhalb des Live-Trading-Webinars. Der Thorsten kann heute leider nicht, sorry, sagt er. Gut. Alright. So. Da hier nichts mehr kommt, ich glaube, so, das passt ja alles, ne? Auch jetzt hier von dem, was da gerade noch passiert. Ich mache das Bild jetzt lieber mal weg, sonst komme ich hier noch auf dumme Gedanken. Ich gehe hier lieber mal zurück aufs Hauptbild. So, also, Nelson, bist du noch da? Du bist Na, so still. selbstverständlich, bitte. Na, ich Okay. höre dir zu. Gut, Kaffee ist kalt schon wieder mal. Nee, prima. Ich glaube, Okay. wir haben es soweit. Ja. Sauber, Dirk, schreibt der Bernhard. Ja, danke schön. Ja, der DAX hat ja auch ganz nett mitgespielt. Ne? Hey, okay, also, das war kurz und knackig, 1 Stunde und ja, bin ich, glaube ich, ganz happy mit, so wie ich es jetzt halt
auch gerade darstellt. Aber natürlich, das Problem ist immer bei Stundenkerzen, ne, dass man halt einfach auch eine Stunde warten muss, bis die nächste fertig ist. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Und deswegen passe ich gerade so ein bisschen auf hier, aber eigentlich hauptsächlich wegen des Webinars, weil sonst hänge ich danach an irgendwas drin, was sich dann um 12 Uhr auflöst. Und das muss ja nicht sein. Ne? Deswegen halt jetzt hier auch erstmal der Exit an der Stelle. Und weil ich ja nicht weiß, ob wir das jetzt wirklich in der Stunde noch voll kriegen. Gut, dann sage ich mal Dankeschön an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht konnte der eine oder andere auch was mitnehmen und mit mir hier punkten. Und ansonsten, wann sehen wir uns wieder? Nelson, hast du einen Dritter, Termin auf dritter. dem Sch Das ist in 2 Wochen, 3 Wochen, 2 Wochen, ne? Dritter, Zwei dritter, Wochen. ja, knapp Ja. 2 Wochen. Nicht knapp, Naja. sondern 2 Wochen, genau. Also morgens wieder, ne? Genau, ja, in der Woche dann auch schon wieder NFPs, ne? Sehr Richtig. gut. Gut, also, Dankeschön nochmal. Danke auch den Nelson. Liebe Grüße an deine Kollegen bei FX Flat. Und natürlich danke an die Teilnehmer hier. Mach's gut, pass auf dich auf. Und der Nelson darf das letzte Wort haben. Super, vielen, vielen Dank, Dirk. Dir natürlich auch ein riesen Dankeschön für das Webinar heute, aber auch an alle Teilnehmer fürs Dabeisein. Und hat mich natürlich wie immer gefreut. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online, wie immer. Wir haben es gesagt, dritter, dritter, der nächste Termin wieder zum Live-Trading hier am Morgen. Würde mich freuen, wenn Sie auch da wieder dabei sind. Ansonsten noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.